Der Traum vom deutschen Sommermärchen, er ist am Freitagabend geplatzt mit der Niederlage gegen Spanien kurz vor Schluss, die ohne Wenn und Aber sehr kontrovers war, ist der Traum von der Heim-EM geplatzt. Das deutsche Team ist ausgeschieden und in diesem Video schauen wir uns einmal an, was Julian Nagelsmann, Rudi Völler und Bernd Neuendorf dazu zu sagen haben. Ich bin mir sicher, einige von euch haben schon den einen oder anderen Clip gesehen von dieser Pressekonferenz. Wir werden sie uns jetzt aber zusammen nochmal angucken. Keine Sorge, ich weiß nicht, warum die Qualität hier gerade so übel ist, aber das wird gleich besser von der anderen Perspektive. Da bin ich mir ziemlich sicher, zumindest es ist 1080p. Wir werden es sehen. Herzlich willkommen zur letzten Pressekonferenz der Nationalmannschaft hier aus dem Teambasecamp bei Adidas in Herzogenaurach. Und natürlich herzlich willkommen Rudi Völler, Bernd Neuendorf Ach und Julian Gottchen, ey. Nagelsmann. Bernd, ich würde gerne mit dir starten an deinem Geburtstag. Danke, Glückwunsch. dass du hier bist. Ich kann mir Yo, vorstellen, es DFB, was gibt ist das für Kamerawork? schönere Geschenke Was ist als hier los? diese Pressekonferenz. Und trotzdem kann die Nationalmannschaft auf eine sehr begeisternde Leistung zurückblicken. Wie bewertest du als DFB-Präsident dieses Turnier? Mal vielleicht kurz, also ohne jetzt, keine Ahnung, einfach mal kurz meine Meinung an dieser Stelle. Viele euch, die gestern bei England gegen die Schweiz und Niederlande und Türkei in Sims dabei waren, haben es ja auch schon mitbekommen, was ich dazu gesagt habe. Ich glaube, das Turnier war, nicht ich glaube, es ist so, das Turnier war ein fetter Schritt in die richtige Richtung. Nachdem wir 18 am Boden waren, 2021 bei der EM am Boden waren, nachdem wir bei der WM in Katar am Boden waren, haben wir jetzt eine geile Truppe gehabt. Wir hatten eine super Mischung aus den erfahrenen Hasen, Müller, Kroos, Neuer, Rüdiger, der schon einige Turniere gespielt hat, kann man definitiv auch dazu zählen, aber natürlich Neuer, Müller, Kroos, die entscheidenden Namen da. Dann hatten wir diese jungen, wilden Leute, wie einen Jamal Musiala, der auf den Plan getreten ist, Florian Wirtz, gerade die beiden, natürlich ganz, ganz groß, die Stars in diesem Team. Eine gute Mischung und das war ein absolut richtiger Schritt in die richtige Richtung. Ein wichtiger Schritt auch in die richtige Richtung. Im September sind die nächsten Länderspiele und da bin ich gespannt. Wir werden noch weitere junge Spieler sehen, die sich dann auch vielleicht in den ersten Wochen der Bundesliga präsentieren können. Das haben wir jetzt nämlich endlich gehabt, diesen Umbruch. Nicht mehr die Leute nur wegen den Namen mitgenommen, sondern wir hatten diese Leute, die sich in der Liga wirklich präsentieren konnten, die sonst vielleicht wirklich vorher auch nicht mitgekommen wären. Nen Andrich, nen Maximilian Mittelstädt, generell Anton Führich, diese ganzen Stuttgarter Jungs, Dennis Undorf habe ich jetzt noch wen vergessen. Anton Führich, Mittelstädt, Undorf. Diese Stuttgarter Jungs, die waren Hammer, die haben eine gute Saison gespielt, wurden dann nominiert, sind mitgekommen bei dem Turnier. Denn Jonathan Tah hat sich als absoluter Stammspieler etabliert, der sonst immer wieder ein Wackelkandidat war, hat eine geile Saison gespielt, geiles Turnier gespielt. Das war richtig gut und das wird nur weitergehen mit den jungen Spielern, mit einem jungen Wirtz, einem jungen Musiala, einem jungen Führich, einem Pavlovic, ein junges Brahan Gruder, wird nicht lange dauern, bis der auch in der DFB-Elf steht. Das wird sehr geil. Also das Turnier war ein richtiger Schritt, nicht nur um wieder guten Fußball zu spielen, sondern auch um die Fans ein Stück weit, um generell Deutschland zu vereinen und wieder eine positive Emotion im ganzen Land zu starten, aber eben auch um die Fans wieder mit diesem Team zu connecten. Weil das war gerade nach der WM und vielleicht sogar bis zum September 2023, bis Nagelsmann übernommen hat. Bis dahin war das eine Vollkatastrophe. Da stand niemand hinter diesem Team und jetzt hatten wir wieder 84 Millionen Bundestrainer und fast alle Ja, standen hinter vielen dem Dank, Team. Franzi. Ja, ich habe es eben schon zur Mannschaft gesagt, mit dem Geschenk, mit dem Geburtstagsgeschenk, das hat nicht ganz funktioniert. Aber ich habe trotzdem gesagt, dass ich mich insgesamt beschenkt fühle, mit und durch dieses Turnier. Und ich glaube, wir können alle gemeinsam stolz darauf sein, aus ganz Das ist eine verschiedenen Gründen, was Kampferqualität. in den letzten Wochen passiert ist, auf und neben dem Platz. Und deshalb fühle ich mich schon beschenkt auch an diesem Geburtstag. Ich glaube, wir haben dokumentiert und das wird mir auch wiedergespiegelt, wenn ich mit internationalen Gästen, mit meinen Kollegen aus ganz Europa spreche, mit den UEFA-Vertretern, dass wir mal wieder ganz tolle Gastgeber sind und waren in den letzten Wochen und dass sich das natürlich noch fortsetzen wird in der nächsten Woche. Und ich glaube, dass sich die Menschen, die hier waren, die Fans, die haben sich sichtbar auch wohlgefühlt. Das hat man auch gesehen auf den Fanmeilen. Wir haben Ja, dieses voll. Phänomen der Fanmärsche, was ich so zumindest bei früheren Turnieren noch nicht gesehen habe. Also all das zeigt, dass die Leute sehr gerne zu uns gekommen sind und dass wir hier, glaube ich, sehr gute Gastgeber waren.
Aber stolz. Ganz dieses Fanmarsch-Ding. Ich habe es ja auch mitgemacht in Dortmund beim Fanmarsch vor dem Achtelfinale gegen Dänemark. Das war geil. Es war wirklich ein schwarz-rot-goldenes Fahnenmeer. Alle Leute waren gut drauf, alle waren positiv, alle haben mitgesungen, haben sich gefreut auf die Spiele oder auf das Spiel in dem Moment dann, haben diese Mannschaft unterstützt. Es war einfach geil. Und generell, das sieht man ja auch bei anderen Fans, egal welche, die vor allem natürlich die Holländer mit dem, na, links. Na, rechts, die stoßen sehr, sehr positiv hervor. Und auch dieser Trend mit dem, dass man sich quasi mit dem Essen der verschiedenen Nationalitäten bettelt, sage ich mal. Das ist einfach so cool und wir haben hier wirklich ein sehr, sehr geiles Turnier mit einer sehr, sehr coolen Stimmung gehabt. Und das ist ein Zeichen an den verdammten Weltfußball, dass man keine Turniere mehr in solchen Ländern wie Katar oder jetzt 2030 in Saudi-Arabien stattfinden lassen sollte, weil das ist Quark. Da gibt es keine Fußballstimmung, da hat keiner Bock auf Fußball, so wie hier im Herzen von Europa. Das war viel geiler. Kann man nicht nur darauf sein, sondern eben auch auf das, was die Mannschaft gemacht hat, auch auf und neben dem Platz, das will ich auch ausdrücklich sagen, habe ich der Mannschaft eben auch wiedergespiegelt. Ich glaube, wir haben es in der Tat geschafft, mit der Performance, die gebracht wurde, auf dem Feld insbesondere, dann aber auch hier bei diesen Pressekonferenzen, wie die Mannschaft sich gegeben hat, wie Julian sich gegeben hat, glaube ich, schon was ausgelöst. Und das hat ja auch Spaß gemacht. Also ich habe ja nur in Anführungszeichen einmal auf die von Wirtz und Musiala reagiert, die war ja schon wirklich Comedy Gold, aber ich habe mir die immer wieder angeguckt, die mit Raum und Kimmich war klasse, Leroy Sané, super Eindruck gemacht, Nagelsmann sowieso, die Leute, die hier schon länger zuschauen auf diesem Kanal, die wissen ja Bescheid, ich liebe Julian Nagelsmann, Hammerkill, hätte beim FC Bayern nie gehen sollen, das hat einfach Spaß gemacht, das war einfach insgesamt ein super rundes Turnier. Auf jeden Fall hinter uns gebracht in den letzten Wochen. Was natürlich immer noch läuft. Und das, was wir wollten, aber was eines unserer zentralen Ziele war bei dieser Europameisterschaft, dass wir diese Verbindung und diese Kopplung zur Nationalmannschaft und den Menschen draußen im Land wiederherstellen. Ich glaube, das ist herausragend gelungen. Wir haben, glaube ich, ein Stück weit Identifikation schon gestiftet mit der Mannschaft, auch, denke ich, mit dem DFB und viele Emotionen ausgelöst. Ich muss sagen, ich habe es persönlich bei einem Länderspiel noch nicht erlebt in den letzten Jahren, auch schon vor meiner Zeit als DFB-Präsident, aber dass ein Stadion plötzlich die Nationalhymne anstimmt, das war für mich sehr bewegend, sehr bemerkenswert, ehrlich gesagt, und zeigt auch ein Stück weit, dass die Leute dieses Turnier mögen, diese Mannschaft mögen und insgesamt diesen Auftritt auch sehr, sehr wohlwollend gesehen haben. Mitunter muss man sagen, dass ich das Gefühl hatte, dass die Leute richtig in einem Rausch waren, im Stadion gestern auch. Und ich glaube schon auch, dass die hohen Einschaltquoten, die sie kennen, auch gestern wieder zeigen, dass wir insgesamt sehr gut unterwegs waren mit der Stimmung im Land. Das ist vielleicht eine erste Bemerkung. Eine zweite, das gehört... Ich muss auch sagen, diese Stimmung bei den Spielen, also sowohl beim Fanmarsch, also jetzt bei diesem kleineren Public Viewing in Oldenburg, bei dem ich war, also kleiner, da waren auch, glaube ich, 5.000 Leute oder 5.000 Tickets wurden verkauft. Auch das war einfach eine geile Zeit, weil gerade dieser Moment, Florian Wirtz schießt diesen späten Ausgleich und dieses, es war wirklich ein, zwei Minuten nur rumspringen, nur rumschreien. Man lag sich mit wildfremden Leuten umarmt und denen ins Gesicht, wirklich Kopf an Kopf ins Gesicht geschrien, weil sich alle so gefreut haben. Und es war so ein krasser Moment. Das hat so Spaß gemacht. Und das hatte man vorher nicht. Weil man natürlich jetzt auch bei 2018 war, ich persönlich auf jeden Fall auch noch einfach zu jung, um das vielleicht so mitzuerleben mit so Public Viewing und so richtig krass. Und irgendwie da weit wegfahren. Dann war Corona, die EM, da ging das nicht. Jetzt die WM war Corona, das nicht. Aber halt einfach in verdammt nochmal Katar. So, da fährt eh keiner hin. Oder kaum einer. Oder dass es solche Massen, dass sie aufeinandertreffen. Und das jetzt, es war einfach ein unbeschreiblich geiles Gefühl. Sich einfach so an dieser Stelle. Und ich glaube auch für den DFB-Präsidenten, dass man an dieser Stelle ganz vielen Menschen dankt. Und das möchte ich kurz tun. An erster Stelle möchte ich natürlich nennen den Trainer und das Trainerteam, die, glaube ich, sehr beeindruckend aufgetreten sind in den letzten Wochen und unsere Entscheidung, Rudi und ich, also mehr als bestätigt haben, dass wir hier mit Julian jemanden haben, der diese Aufgabe sehr, sehr gut ausfüllt. Ich würde sagen, er hat das Amt des Bundestrainers für mich ein Stück weit auch neu definiert in den letzten Wochen, so wie er aufgetreten ist und hat eine unglaubliche Energie ausgestrahlt, einen unglaublichen Spirit und dafür gebührt ihm, dafür gehört dem Trainerteam
großen Dank. Und ich will nicht die vergessen, auch dass heute Morgen schon im Homeground die vielen, vielen fleißigen Menschen, die rund um das Turnier für uns gesorgt haben. Und das war wirklich auch herausragend. Ich möchte ausdrücklich auch danken. Ich glaube, Björn Gulden ist hier. Wir sind hier bei Adidas, dass wir hier am Homeground sein durften. Die Bedingungen optimal, wirklich auch in den letzten Wochen. Das hat mit dazu Da könnte man ja auch in Zukunft sich häufiger stationieren können, aber nein, wir fahren lieber mit Nike in Zukunft. Wir fahren mit Beigetragen, Nike. Beigetragen, denke ich auch, dass die Atmosphäre innerhalb des Teams so gut war, dass wir hier wirklich eine Wohlfühloase hatten rund auf diesem Campus. Deshalb vielen Dank an Adidas, vielen Dank auch an viele andere, die beim DFB und anderweitig unterstützt haben. Ich möchte auch insbesondere und stellvertretend hier vielleicht auch an Aki Watzke nochmal einen Dank aussprechen an die Liga. Auch das ist bemerkenswert, wenn man sieht, wie hoch die Präsenz und die Teilnahme auch von Liga-Vertretern bei den Spielen war, auch gestern wieder. Es zeigt eben auch diese neue Verbundenheit und dass wir als DFB und DFL ein Stück weit zusammengerückt sind und Fußball gemeinsam denken. Das hat uns allen, glaube ich, auch sehr gut getan, auch gestern die Emotionen der Liga-Vertreter während und nach dem Spiel. Das zeigt, dass da auch wieder was zusammengerückt ist und deshalb auch mein Dank hier in diese Richtung. Das wäre es erstmal aus meiner Sicht. Wir können ja gerne gleich noch Fragen beantworten. Was mir wichtig ist, ist das vielleicht noch zum Sportlichen. Ich glaube, wir haben gestern eine Niederlage erlitten, das glaube ich schon. Jetzt bin ich gespannt, was kommt Richtung Handspiel. Das klang so, als ob er irgendwas in Richtung Handspiel schließlich der Entscheidung sagen wird. Aber ich glaube nicht, dass wir gescheitert sind. Weil wir werden diesen Weg, den wir jetzt begonnen haben, dazu werden die beiden gleich noch mehr sagen können, fortsetzen. Ich glaube, wir werden jetzt den Rücken durchdrücken und werden die nächsten Ziele in den Blick nehmen. Wir bleiben positiv und greifen wieder an. Und das ist der ganze Spirit, den ich heute Morgen wahrgenommen habe, rund um das Team. Und das macht mich ein Stück weit stolz und zuversichtlich, was die Zukunft betrifft. Vielen Dank. Okay. Also, dann bin ich jetzt sehr gespannt bei den Fragen an Mr. Nagelsmann und Herrn Völler. Bernd hat den Vormittag schon angesprochen. Du hast auch noch mal zur Mannschaft gesprochen. Was hast du ihr mitgegeben, auch mit deiner Erfahrung aus vorangegangenen Turnieren? Ja, vor allen Dingen, dass die Mannschaft es geschafft hat, was ja noch vor einigen Monaten oder einigen Wochen unvorstellbar war, diese Euphorie in Deutschland hier zu wecken, um letztendlich solche Leistungen im Doppelpass mit unseren Zuschauern, mit unseren Fans, mit unseren Mitmenschen hier zu erzeugen. Das war selbst für mich als alter Hase, der schon viele Turniere erlebt hat, natürlich auch das was Besonderes. Auch gestern Abend, als wir gestern Nachmittag mit dem Bus zum Stadion gefahren sind. Das war, wie gesagt, das war einmalig. Das geht unter die Haut. Und das ist ja das, was wir uns, ihr erinnert euch alle gerne, vor einigen Monaten ja unser Ziel war, unser Traum war, wie können wir es schaffen, mit den Zuschauern wieder zusammenzukommen, mit unseren Mitmenschen in Deutschland, dass sie wieder stolz auf uns sein können. Und das ist, ich weiß, der Begriff oder das Wort Stolz, ich werde oft falsch benutzt, aber in dem Fall ist es ja wirklich so, konnte man auch bei jedem Spiel spüren, egal auch gestern, wo ja eine große Traurigkeit da war, dass wir es nicht geschafft haben, wir sind ausgeschieden. Aber die Menschen stehen voll hinter uns und das ist geil, ein sehr gutes Gefühl, ein gutes Zeichen, auch wenn es nur ist. Das muss ich auch sagen. Also seit diesem, und es war der 8. März oder sowas, es war Anfang März, das Spiel mit den 8 Sekunden, Deutschland gegen Frankreich, nach 8 Sekunden, 83 Tage bis zur EM. Ich habe diesen TikTok-Clip alles so oft gesehen, wie der Kommentator sagt, gibt es endlich eine Euphorie, 83 Tage bis zum Start der WM, es gibt den ersten Torschuss, das erste Tor, Florian Wirtz gegen die Franzosen nach 8 Sekunden, das war einfach crazy und das hat alles angefangen, das war der perfekte Start und ab da hatte man richtig, richtig Bock auf dieses Turnier, ab da haben alle Leute, mit denen ich mich so irgendwie umgeben habe, meine Freunde, viele Leute im Chat natürlich auch, haben gesagt, ja, jetzt richtig Bock auf dieses Turnier, das hätte gefühlt da schon losgehen können und das war was man nicht gespürt hat in letzter Zeit im deutschen Fußball in Deutschland. Viertelfinale war, aber auch eine Verpflichtung gegenüber allen, auch jetzt, wenn es wieder losgeht im September, wir haben
Anders als die letzten beiden Jahre, keine Freundschaftsspiele mehr, wir haben jetzt die Nations League. Und dann ist ja Ende des Jahres ist die Auslosung für die Qualifikation für die USA. Da wollen wir ja, Jürgen hat es ja schon vorgenommen, wir wollen ganz, ganz weit nach vorne kommen. Wir wollen bis zum Ende dabei bleiben in den USA. Also da, auch da sind wir dann gefordert, auch die Verpflichtung, diese Leistung, die wir jetzt hier gebracht haben, die dann auch zu bestätigen. Das wird das Wichtigste sein, aber da bin ich total optimistisch, weil auch diese Gruppe, die wir haben, das habe ich jetzt in den letzten 5-6 Wochen hier erlebt, ein Teamspirit, der ja immer gefordert wird in solchen bei solchen großen Turnieren und auch in so einem Trainingslager. Aber oft habe ich das erlebt in der Vergangenheit, dass es manchmal so ein bisschen ja, gespielt ist, ne? So gar nicht echt, so ein bisschen scheinheilig ist. Jo, aber ich habe das hier genossen, wirklich wie Julian es geschafft hat mit seinem Trainerteam, hier einen Teamspirit zu erzeugen, der uns leider nur bis zum Viertelfinale gebracht hat, aber wirklich auch die Massen begeistert hat. Ja, gute Worte. Julian, du hast gestern nach dem bitteren Aus schon emotionale, aber sehr starke Worte gefunden. Wie geht's dir nach einer zugegeben sehr kurzen Nacht? Kannst du schon begreifen, was ihr da eigentlich geschafft habt? Ja, ich glaube, zu Beginn will ich erstmal Danke sagen an die ganzen Fans im Land. Man merkt, ich kämpfe mit den Tränen, weil es ja, war sehr emotional, sowohl mit der Mannschaft als auch mit den Fans. Ich habe immer gesagt, wir brauchen die Menschen im Land vereint hinter uns, weil wir wissen auch, dass die letzten Turniere einfach nicht gut waren, dass wir als Nationalmannschaft, als Verband nicht viel zurückgegeben haben für die Menschen im Land aus sportlicher, fußballerischer Sicht. Und ab den März-Länderspielen, finde ich, hat man gemerkt, dass die Fans realisiert haben, wir wollen was bewirken und wir wollen was verändern im Trainer. Habe ich euch auch gesagt eben. Ich habe es euch gesagt, ab März 8 Sekunden gegen Frankreich, das war der Startschuss für einfach einen prädestinierten Erfolg. Team, wir haben viele Entscheidungen getroffen. Im gesamten Staff, die, glaube ich, nicht jeder getroffen hätte, weil wir einfach eine Vision hatten, weil wir einen Glauben hatten, dass wir es gut machen können im eigenen Land. Und wir haben sehr schnell die Unterstützung gespürt. Und klar, wenn man so Videos sieht von den Fanzones, von den Fanmeilen, das ist ja emotional. Das war einfach geil. Wir hätten natürlich gern den Fans noch mehr gegeben, noch eine Woche länger hier. Guten Fußball gespielt, erfolgreichen Fußball gespielt, gerne den Titel geholt. Ich habe es ja gestern schon in einem anderen Interview gesagt, dass ich mir einfach wünsche für dieses Land, dass wir verstehen, dass es gemeinsam einfach besser geht. Wenn ich meinem Nachbar helfe, die Hecke zu schneiden, dann ist er schneller fertig, als wenn er es alleine macht. Und wenn wir immer nur in Tristesse verfallen und in alles ist grau und alles ist schlecht, dann wird sich keiner verbessern. Und das gilt im Fußball wie auch in der normalen Gesellschaft. Und ich glaube, das haben wir ein Stück weit geschafft. Zu 100%. Das ist es hat einfach was ganz viel angefeuert. Auch diese, guckt euch die Videos von André Schnurer an. Der Mann, ich bin mir sicher, habt ihr alle gesehen, der Saxophonspieler, der immer Saxophon gespielt hat auf den Fanzones, vor den Spielen, nach den Spielen. Auch er immer die Nachricht gefördert, wieso steht mir ein, sondern immer die Nachricht gefördert an Zusammenhalt. Und zusammen ist es alles besser. Und ich glaube auch wirklich, hier ist in Deutschland sehr, 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 sehr viel. Sehr, sehr viel ist hier zusammengewachsen während dieses Turniers. Sehr, sehr viel. Diesem kleinen Part des Lebens, Fußball, der für viele eine große emotionale Bedeutung hat, aber natürlich gibt es deutlich wichtigere Themen im Leben als Fußball, haben wir es geschafft, die Menschen zu einen. Es gab eine Symbiose zwischen Mannschaft und den Menschen im Land. Und ich hoffe, dass wir es auch nachhaltig hinkriegen, die Symbiose in weit wichtigeren Bereichen fortzusetzen. Glaube schon. Ich weiß. Ich glaube, es war wirklich ein sehr, 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 sehr guter Anfang dafür. Ich war noch keinem Turnier dabei, aber ich habe mir sagen lassen, dass es nicht oft der Fall war, dass nahezu jeder Spieler, der das Camp verlässt, Tränen in den Augen hat. Das ist, glaube ich, schon ein großer Verdienst von allen im gesamten Staff. Dann eure. Ich finde Julian Nagelsmann so ein toller Trainer. Er ist so ein guter Trainer und der Mann hat so viel bewegt. Man kann wirklich stolz sein auf dieses Team. Wir haben endlich einen guten Trainer, der das Team beflügelt, der das widerspiegelt, die Werte, die wir auch im Fußball vertreten wollen. Julian Nagelsmann, ich bin so lange ein Fan von ihm. Und als ich das erste Mal diese Worte gesehen habe, was er da gesagt hat, da war ich selber auch den Tränen sehr, sehr nahe.
Jetzt habe ich es leider schon häufiger gesehen, aber sehr gute Worte von Nagelsmann. Sehr, sehr, sehr gute Worte von Julian Nagelsmann. Fragen? Martin Roschitz. Frage an Julian Nagelsmann. Scheiße. Bin da. Manowitz, bin da. Alles gut. Das ist so ein toller Kerl. Wie konnte man den beim FC Bayern rauswerfen, Mann? Wirklich, ich bin bis heute sauer drüber. Bis heute bin ich sauer drüber. So ein guter Kerl. Wie konnte man den beim Bayern rauswerfen? Ich finde erstmal, wenn ich das persönlich sagen darf, sehr sympathisch, wie sie damit umgehen. Hier, Kerry Hau. Kerry Hau, den kennen wir doch. Wenn es so emotional ist und auch, dass sie offen zugeben, dass man mit den Tränen noch mal kämpfen muss. Ich glaube, das kommt im Land sehr gut an. Möchte dabei bleiben beim Thema. Sie haben diese Symbiose zwischen Fans und Mannschaft immer wieder angesprochen, immer wieder betont, wie wichtig das sei. Wie schwer ist es jetzt eben, diese emotionale Verbindung in den Nations League-Alltag hinüber zu retten? Du hattest am Ende unser Job, finde ich, als Nationalmannschaft. Ich habe schon immer gesagt, auch in den Testspielen im November, wo es den Anschein hatte, dass es niemals Normalität sein darf, für sein Land zu spielen. Trotzdem glaube ich, kann jeder nachvollziehen, dass Testspiele in einem Liga-Alltag oder in einem Champions-League-Alltag einen anderen Charakter haben für Spieler in der Wertigkeit wie Pflichtspiele. Die Nations League ist ein Turnier, was man gewinnen kann. Das ist das nächste Ziel, der nächste Schritt, jetzt erstmal diese Nations League zu gewinnen. Das ist ein dummes Turnier, so, da muss ich euch jetzt keinem was sagen. Nations League ist jetzt kein prestigeträchtiges Turnier wie halt die WM oder die EM, aber es ist halt ein Turnier, um sich auf einem hohen Level zu messen. Und genau das werden wir tun und das werden wir gewinnen. Wir anders rangehen als an jedes einzelne Testspiel. Und natürlich es auch nutzen. Wir haben 25 die extrem wichtige WM-Qualifikation, um uns dann hoffentlich auch für die WM zu qualifizieren, wo wir große Ziele haben. Und wir hatten jetzt vor dieser Heim-EM nicht unfassbar viel Zeit, Dinge zu entwickeln. Ich finde, wir haben jetzt viele Dinge angestoßen und werden auch versuchen, den Grundstock der Mannschaft identisch zu lassen, weil die Gruppe einfach gut funktioniert. Wir werden auch, was taktische Ideen angeht, keinen Neuanfang starten, sondern die Dinge versuchen zu verfestigen, dass wir endlich! Und das ist so wichtig, weil das sind genau die Sachen, die so viel gefehlt haben. Dann hier wieder eine Dreierkette ausprobieren, dann spielen wir, keine Ahnung, Kai Havertz als hinten linken Verteidiger, dann wechseln wir Kevin Volland als linken Verteidiger ein, dann soll der Mann hier als auch auf einmal Schienenspieler werden, dann wirst du in die Innenverteidigung gezogen. Das war so oft so dumm beim DFB und das Nagelsmann, dass der Sportsfreund jetzt sagt, nein, wir wollen das jetzt, wir haben ein System, das etablieren wir jetzt, das spielen wir weiter, es hat gut funktioniert, das ist so, so gut, das ist so, so wichtig. Ah, gut, freue ich mich. Freu 26 ich mich. Oder 25 erstmal in der Quali und dann hoffentlich 26 als maximal gefestigte Mannschaft auch auftreten und das ist natürlich die Nations League ein Punkt, wo wir Spiele haben, die wir nutzen wollen, A, um sie zu gewinnen, aber B, uns auch weiterzuentwickeln. Man hat in dem Turnier, finde ich, viel Gutes gesehen, auch sportlich. Aber natürlich auch gesehen, dass wir immer noch auch Baustellen haben. Das ist auch, glaube ich, normal nach den vergangenen Jahren und auch normal nach den Veränderungen, die wir vorgenommen haben. Wir haben mit Toni Kroos bricht ein Pfeiler weg. Mal sehen, ob noch irgendein Spieler sich dazu entscheidet, nicht mehr weiterzumachen. Natürlich wahrscheinlich, also Thomas Müller war sehr wahrscheinlich, dass es das für ihn war, dass Thomas Müller nicht nochmal für die Nationalmannschaft spielt. Manuel Neuer. Kann ich schon tatsächlich sehen, dass der noch weitermacht fürs DFB-Team. Aber das sind natürlich drei, bei denen man Neuer sehe ich bei dem, also Toni Kroos, ne, sowieso Karriere beendet jetzt nach diesem Spiel. Der wird nicht weiterspielen, egal ob auf Vereinsebene oder beim DFB, also auch nicht bei Madrid. Und bei Thomas Müller, wir wissen, der hat noch ein Jahr Vertrag in München. Das ist sehr wahrscheinlich sein letztes Jahr. An der Stelle, wir müssen das Triple gewinnen. Oder zumindest die Champions League da rum für Müller, für Neuer, den ihr letztes Jahr beim FC Bayern gegeben. Manuel Neuer sehe ich vielleicht sogar noch, dass der die WM spielt, aber auch er hat eben nur noch ein Jahr in München. Und wer weiß, ob er nochmal da verlängern wird oder ob es auch da dann einen neuen Weg gibt. Vielleicht wird der Ter Stegen endlich sein erstes Turnier spielen. Neuer auf jeden Fall von den dreien, Kroos, Neuer, Müller, der einzige, bei dem ich mir noch vorstellen könnte, dass auch er noch bei der Weltmeisterschaft spielt. Und wir müssen darauf reagieren. Sprich, wir haben auch wieder ein paar Themen, die wir bearbeiten müssen. Aber im Großen und Ganzen wollen wir die Nations League natürlich auch nutzen, um uns zu entwickeln. Und ich glaube, wie ich gerade gesagt habe, wenn ich jetzt im November über die Nations League... Auch sogar potenziell Ilkay Gündogan, ein Spieler,
bei dem es noch nicht sicher ist, wie es für ihn weitergeht im DFB, zumindest nach dem Turnier. Der gute Mann ist auch hier 33 Jahre alt. Das ist potenziell ein Alter, bei dem man eben sagt, er wird sogar noch 34 dieses Jahr. Das ist das für ihn. Weil Thomas Müller ist ja auch nur 34, oder nicht? Thomas Müller wird auch noch 35 dieses Jahr, also auch da gleiches Alter. Dementsprechend noch ein zweiter, noch ein vierter potenzieller Spieler sogar, bei dem man sagen könnte, dass der wahrscheinlich nicht bei der Weltmeisterschaft auf dem Platz stehen wird. Nachgedacht habe, glaube ich, hätte ich es sehr schwierig gesehen, ehrlich gesagt. Jetzt hat jeder Spieler auch so eine Lust entwickelt. Ja, ich habe ja gerade gesagt, es ist irgendwie keiner gerne nach Hause gefahren, auch wenn wir 6 Wochen jetzt natürlich wenig Zeit für Familien, Freunde und so weiter hatten. Trotzdem wäre jeder, glaube ich, noch gerne eine Woche länger geblieben. Und das ist schon was Außergewöhnliches. Ich glaube, das betrifft den Staff, aber auch jeden einzelnen Spieler. Und ich glaube, diese neue Lust auf die Nationalmannschaft, die im Land entstanden ist, ist auch bei der Mannschaft entstanden. Und das ist geil. Das ist richtig geil, dass es auch da im Team angekommen ist. Und ich bin mir recht sicher, dass Julian Nagelsmann dann auch sowas in seinen Ansprachen hat, dass es eben dieses Team es geschafft hat, in Gesamtdeutschland wieder eine Euphorie für die Nationalmannschaft zu entwickeln. Und es ist ja nicht nur das, wenn man sich mal zum Beispiel anguckt, wie geil diese TikToks von David Raum zum Beispiel angekommen sind. Ich zeig's euch mal kurz. David Raum ja auch so viele TikToks gepostet, die auch richtig viele Aufrufe bekommen haben. Thomas Müller, wie er versucht, den Videowürfel in Frankfurt abzuschießen, 4 Millionen. Wie er und Robert Andrich hier Schulfächer ranken, 1,7 Millionen. Mit Joshua Kimmich, wie die abgeholt werden, mit Kimmich Brotbacken 1,7 Millionen. 7 Millionen bei einer Linie um den Kreis malen. Wie die hier einen Baum einpflanzen und sonst alles. Mit dem Baum, wie die einfach ein bisschen Fahrrad fahren und alles. Das hat so viele Aufrufe bekommen. Gleiches gilt für generell die TikToks vom DFB. Auch da, und das ist ja nur auf TikTok sinnbildlich, was das hier für Aufrufzahlen sind, 2,7 Millionen, 2,4, 2,1, 2,3, 6,3, 7,8, 8,2 Millionen. Das ist so, so gut alles angekommen. Und das ist ja nur auf TikTok, auf YouTube die Aufrufe bei den Challenges, die die gemacht haben. Richtig stark. Auf Instagram auch super viel Interaktion. Also da ist das auf jeden Fall angekommen. Guck mal hier, wenn du das Toni Kroos Video, 500.000 Aufrufe. Basecamp, über 500.000 Aufrufe. Match Reactions, sehr, sehr gut angekommen. 700.000. Das ist wieder ein Video aus diesem Camp, was da für eine geile Stimmung war. Match Reactions von Wirtz und Musiala, 600.000. Dann hier auch die Pressekonferenzen, auch sehr, sehr oft angeschaut worden. Besonders natürlich die beiden mit den beiden Spezialisten, mit Florian Wirtz und Jamal Musiala. Also das ist einfach, es ist einfach wirklich eine geile Stimmung im Land entstanden. Die Leute haben wieder Bock, sich mit der Nationalmannschaft auseinanderzusetzen. Und das bin ich ziemlich sicher, auch Julian Nagelsmann, auch Julian Nagelsmann in seinen Ansprachen, die diesem Team vermittelt haben. Wenn Turnier nicht absichtlich gemacht hat, die aber ein riesen Ballast für die Spieler war, den haben sie ein bisschen abgelegt, wenngleich wir gerne auch weitergekommen wären. Klar. Christian Falk hier vorne. Falki. Christian Falk. Kollege. Und Tobi Altschäfer daneben. Julian, das ist schon gesagt, mit Toni Kroos wird eine Säule wegbrechen. Es war für uns gefühlt so die Wende, auch deine Idee, den zurückzuholen. Er war die Basis. Falki. Du hast auch gesagt, taktisch will man das festigen. Siehst du denn einen Spieler, der diese Position spielen kann? Hast du da schon was im Auge oder musst du vielleicht dann doch nochmal an das ganze Konstrukt ran und eine neue Spielidee entwickeln? Ja, erstmal will ich betonen, dass es nicht meine Idee alleine war, sondern im Gespräch mit Sandro und Benji haben wir uns dazu entschieden. So ein guter Kerl. Das ist nicht alles immer meine Idee, sondern wir versuchen das immer im Team zu gestalten, haben hin und her überlegt. Klar bin ich dann der den Kontakt aufnimmt, das ist auch meine Aufgabe dann am Ende. Aber ich glaube, wir haben ihn alle überzeugt und waren alle auch sehr froh und sind auch alle sehr stolz, dass wir diese 6 Wochen noch mit ihm gemeinsam verbringen konnten. Ich glaube jetzt aktuell ein Spieler, der ihn 1:1 ersetzt, ist, glaube ich, schwer, weil sonst wäre nicht einer der größten deutschen Fußballer. Sehr, 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 sehr schwierig, da einen Ersatz zu finden. Oder wenn es so easy wäre, dann glaube ich, wäre auch die Wertigkeit für Toni deutlich zu gering. Aber klar haben wir mit Pavlo, wir haben auch mit Angelo Stiller, der jetzt eine sehr gute Bundesliga-Saison gespielt hat, schon Kandidaten, die einen ähnlichen Spielstil haben oder haben können. Übrigens, an der Stelle möchte ich mal kurz sagen, ich habe es offensichtlich nicht mit euch besprochen, während oder kurz vor dem Spiel, Emre Can steht in dieser Startelf.
Emre Can wurde nachnominiert, Leute. Wer hätte denn auf dieser Position im Viertelfinale in der Startelf gestanden und eine große Rolle bekommen, wenn es nicht Emre Can gewesen wäre? Richtig, unser hauseigener Münchner Alexander Pavlovic. Und das hat mich in dem Moment echt, das hat mich schon vor Anpfiff, dachte ich so, boah, das wäre jetzt geil. Alex Pavlovic da in der Startelf, boah, schade, Mann. Schade, schade, schade. Am Ende liegt es dann einfach an den Spielern jetzt auch ihre Leistung, die sie jetzt in der vergangenen Saison gezeigt haben, jetzt als Beispiel Angelo auch zu bestätigen. Wir haben mit Pascal Groß, klar, er ist 33, ist jetzt nicht mehr der ganz Jüngste, aber einer, der das in einem sehr ähnlichen Stil kann. Und generell, das hat der Toni auch immer gesagt, ist er nicht der alleinige Heilsbringer. Demnach liegt die Idee jetzt auch nicht nur auf den Beinen oder auf dem Rücken von Toni, sondern er ist ein Teil davon gewesen und den Teil müssen wir jetzt ersetzen, was ja, vielleicht in der gleichen Wertigkeit nicht sofort funktioniert, aber auf Sicht uns sicherlich gelingen wird, da auch Lösungen zu finden, dass das Spiel ja auf eine ähnliche Art und Weise auch nach vorne getragen wird, wie es jetzt mit ihm der Fall war. Sauber. Kriegen auf derselben hin. Seite Günther Klein. Günther Klein. In der dritten Reihe. Herr Völler, Sie sagten ja das noch... Das ist immer dieser Kerl mit seinem Mikrofonarm rumläuft, irgendwie cool. Okay. BWM als Sie... Okay. Herr Völler, Sie sagten ja nach der WM, als Sie Ihren Job angetreten haben, man sei nicht so weit weg, zum Beispiel vom Weltmeister Argentinien. Wie sehen Sie das Potenzial des deutschen Fußballs auf die nächsten 2 Jahre gerechnet? Riesig. Und an Herrn Nagelsmann die Frage... Das habe ich gestern im Stream gesprochen. Also klar, Flo Wirtz, Jamal Musiala, super junge Kerle, super gesetzt. Maxi Bayer, wenn der so weitermacht, wie er jetzt zum Ende der Saison gespielt hat, dann wird das ein großer, großer Mann, auf jeden Fall. Dann haben wir Brahan Gruder und Rocco Reitz, sehr vielversprechende junge Männer, aktuell in der U21, wurden aber zur Vorbereitung auch schon hochgeholt, haben die Vorbereitung eben mit der Nationalmannschaft gemacht und standen auch gegen Ukraine und gegen Griechenland, ich glaube, beide Male standen beide im Kader. Also allein das schon, die Leute, dann natürlich ein Alex Pavlovic, den wir haben, einen ich bin immer sehr negativ, aber was ist, wenn Schlotterbeck ist? Schlotterbeck ist ja auch noch relativ jung. Der kann sich ja auch noch machen. Schlotterbeck, mal kurz nachschauen. Nico Schlotterbeck, er wird 25 dieses Jahr. Der hat noch Zeit, sich zu machen und Schritte nach vorne zu gehen. Ein Mittelstädt, hat eine starke Saison gespielt. Hoffentlich kann er daran anknüpfen jetzt in diesem Jahr. Der ist auch noch nicht alt. Also da sehe ich die Zukunft vom DFB in sehr, 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 sehr guten Händen für die nächsten Jahre. Und da gibt es ja noch viele Spieler, die noch mitgespielt haben, bestehen. Dann kommen werden, es werden weitere junge Spieler rankommen, die wirklich jetzt sehr jung sind, wie den Alex Pavlovic. Das hättest du das im September irgendeinem gesagt, dass ein Alex Pavlovic könnte ein Mann sein, der für den DFB-Kader in Frage kommt, hättest du dir einen Vogel gezeigt. Ich gesagt, wer ist das? Der hat ja erst gegen Dortmund im November sein Debüt gegeben. Und dann gerade im Jahr 2024 dann richtig aufgeblüht. 19 Jahre jung, auf jeden Fall. Also da werden wir noch mehr Leute sehen, die dann Sie hatten ihren bis zur Weltmeisterschaft, gerade bis dahin, relevant werden. Ein Job ja bisher fast in der Art eines Feuerwehrmanns versehen müssen, der jetzt mal reinkommt und versucht, da noch eine gute EM hinzulegen. Inwieweit verändert sich denn Ihr Profil jetzt für die kommenden 2 Jahre? Und kann man sagen, dass der klassische Job des Bundestrainers jetzt so richtig anfängt? Danke. Mal gespannt. Ja, wir haben versucht, oder es war ja unser Wunsch, wieder uns an die Weltspitze ranzuspielen. Ich glaube schon, das haben wir gemacht. Dass uns das gelungen ist. Wir sind noch nicht da, wo wir vielleicht hin möchten, sonst wären wir sicherlich auch ein, zwei Runden weitergekommen. Aber trotzdem war es bemerkenswert, wie wir jetzt in der Vorrunde gespielt haben, im Achtelfinale gegen Dänemark und vor allem auch gestern. Das war sicherlich eine außergewöhnliche Leistung. Vor allem nach dem Rückstand zurückgekommen. Das wäre vor einigen Monaten noch unvorstellbar gewesen. Und ich glaube, wir haben es ja gerade gesagt, Toni Kroos hat ja seine Karriere beendet. Aber ich glaube, dass wir eine Basis an guten, jungen Spielern haben, auch an erfahrenen Spielern, dass wir über diese Nations League, über die Qualifikation mit Jonas als Bundestrainer, mit seinem Trainerstab, die ja beide hier sind, dass wir es schaffen werden und das ist wichtig, auch eine Verpflichtung haben gegenüber euch allen, gegenüber unseren Mitmenschen, unseren Fans, weiterhin solchen Fußball zu spielen. Das wird uns nicht immer gelingen, es wird hin und wieder auch mal ein paar Rückschläge geben, aber... Und auch das ist super wichtig, dass der Rudi Völler das gerade sagt an der Stelle, weil das hat sonst war das immer, wenn es mal einen Rückschlag gab oder wenn es gerade gut lief und dann gab es einen Rückschlag, hieß es wieder, boah,
Katastrophe und dies ist schlecht und das ist schlecht und alles ist gerade schlecht. Aber nein, das passiert halt einfach mal. Und wenn man nur nach einem kleinen Rückschlag schon wieder alles über den Haufen wirft, wisst ihr, wo man dann endet? Mit einem verdammten Thomas Tuchel, den man als Trainer an der Backe hat für anderthalb Jahre, den man auch dann wieder rausschmeißt vor Vertragsende, ne? Nur so, wenn man nach einem kleinen Fehler wieder überschnell handelt. Nur mal so das als Beispiel. Wir sind alle, das haben wir uns auch gestern Abend nochmal zusammen besprochen in der Kabine und auch heute Vormittag bei der letzten Sitzung, dass wir genau in dieser Art und Weise weitermachen möchten. Sauber. Ja, ich hab uns jetzt nicht als Feuerwehrmänner gesehen, sondern einfach als welche, die versuchen, erfolgreichen Fußball zu spielen, als es in den vergangenen Jahren der Fall war. Wir haben uns dazu entschieden, den Job auf eine gewisse Art und Weise zu machen und in einer gewissen Art und Weise ranzugehen. Das haben wir jetzt gestern und auch heute in Gesprächen nicht verändert. Wir werden jetzt keine andere Herangehensweise haben, nur weil wir jetzt ein Tick erfolgreiches Turnier gespielt haben als die Turniere zuvor. Sondern wir werden den Job, glaube ich, genauso weiter angehen, wie wir es jetzt auch in den vergangenen Monaten gemacht haben, uns unsere Gedanken machen, was die Mannschaft braucht. Und aber wie ich schon gesagt habe, es macht jetzt für uns auch keinen Sinn, den kompletten Kader durchzuwürfeln, weil wir einfach ein gutes Klima haben, was schon einfach ein ganz großes Fundament ist, um erfolgreicher zu sein als... Gutes Klima, ich meine, das ist ja auch bei diesen Videos, wie sich einen Wirtz und Musiala verstehen, einen Kimmich und einen David Raum, wie generell diese ganze Stimmung in diesen Videos auch immer war, die man in diesem DFB-Camp gesehen hat. Ich habe es oft gesagt zu euch in Videos, ich habe es oft in Kommentaren gelesen, unter den Videos, ich habe es mit Freunden darüber besprochen, und wir alle meinten dasselbe, das wirkt wie so ein Klassenfahrt-Vibe. Die Jungs sind gut drauf, die verstehen sich, die haben einfach Bock zu kicken. Und das ist so schön und das ist so wichtig und genau das brauchen wir, um dann langfristig wieder erfolgreich zu sein. Super. In Phasen, wo das Klima vielleicht nicht top war. Und ich glaube, mein Job geht sehr ähnlich weiter, wie er begonnen hat. Gut so. Manni Sedelbauer in der vierten Reihe. Dankeschön. Hallo zusammen. Erstmal Respekt vor dem, was ihr geschaffen oder aufgebaut habt. Alter Schöne. Seht ihr unten in der ersten Reihe, wie Christian Falk da gerade so ein Selfie macht? Ich wette. Nein, er hat keinen. Ich hab ja offensichtlich mit ihm schon mal kommuniziert. Jetzt ist wahrscheinlich schon raus, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das Selfie, was hier unten. Ach, ihr seht mal, was hallo da unten gemacht wird. Erste Reihe auf Platz, was ist das? 11. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das gesehen habe. Erstmal Respekt vor dem, was ihr geschaffen oder aufgebaut habt. Herr Nagelsmann, zumindest die Frage an Sie. Sie hatten jetzt wahnsinnig intensive Wochen, 6 Wochen. Was werden Sie ab morgen am meisten vermissen? Sind es die täglichen Trainingseinheiten oder vielleicht gemeinsame Abendessen? Und Herr Völler, die Frage an Sie. Sie haben schon gesagt, Sie haben eine richtige Euphorie entfacht, die Fans wieder hinter sich gebracht. Ist das vielleicht auch mehr wert als ein Halbfinale? Soll ich anfangen, Rudi? Oder? Ja, am meisten vermissen, glaube ich, einfach die Menschen. Ich glaube, das ist ja das, wir arbeiten Menschen zusammen mit jungen Menschen, auch im Trainerteam mit ein paar älteren Menschen. Und die Zusammenarbeit mit Menschen ist etwas sehr Besonderes. Sich zu finden in einer großen Gruppe und gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten, ist nicht immer ganz leicht, sondern jeder muss so ein paar Kompromisse auch machen und muss sich finden in der Gruppe, seine Rolle finden. Und das werde ich vermissen. Klar kann sich jeder vorstellen, so Spiele, ich bin echt selten richtig nervös vorm Spiel, sondern wenn ich das Gefühl habe, wir im Trainerteam haben eine gute Idee entwickelt, haben die Spiele auch gut vorbereitet und haben jetzt nichts irgendwie liegen. Das ist so geil, das hat er ja auch schon häufiger gesagt, Nagelsmann, bei mehreren Spielen jetzt, aber das ist einfach, das ist so ein Selbstbewusstsein, wenn das schon vom Trainer ausgeht, wenn du merkst, der Trainer hat ein selbstbewusstes Auftreten und gibt dem Team das mit, dann spielst du automatisch guten Fußball, das hast du gesehen und dann, tut mir leid, es kommt wieder der Vergleich zum FC Bayern, vielleicht auch für die neuen Zuschauer, die ich hier über diese EM aufgegabelt habe, die gar nicht unbedingt Bayern-Fans sind, aber das wir trotzdem sehen. Aber wenn du wieder einen Thomas Tuchel an der Seitenlinie stehen hast, der nach dem Interview sagt, ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, ich dachte eigentlich, wir wären ganz gut vorbereitet gewesen, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Und das sagt er Woche für Woche für Woche, nach jedem schlechten Spiel sagt er wieder, ja, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Dann kannst du keinen geilen Fußballspieler, wenn du so einen Trainer hast, wir haben einen geilen Plan, der tritt so auf, wir haben einen geilen Plan, ich bin nicht nervös, ich weiß, meine Jungs können das, sauber. Dann spielst du geilen Fußball. Auf dem Weg zum Spiel, dann bin ich nicht großartig nervös, aber natürlich macht das was mit dem Körper. So. Oh, schon wieder sauer wegen Tuchel. Emotionale Momente, das war jetzt sowohl Schweiz wie auch Dänemark, wie auch gestern waren ja schon
brutale Emotionskracher so von den Spielverläufen und von den Momenten, die man in so einem Spiel hat. Und natürlich diese Emotionalität vermisst man auch. Das ist auch der Grund, warum manche dann mit 74 immer noch Trainer sind, weil sie diese Sucht danach haben. Ja, und klar, diese emotionalen Momente kann man sich auch anders holen. Das werde ich auch machen in den nächsten Tagen und Wochen. Aber klar, das sind schon Peaks, die man da erlebt in alle Richtungen, von Trauer jetzt oder Leere so ein bisschen hin zu großer Freude in der 89. Gestern ist da alles dabei. Aber im Großen und Ganzen ist das Zusammensein mit tollen Charakteren, und wir haben mit dem ganzen Stuff, das hatte ich noch nie bei keinem Verein oder gesamten Mannschaft keinen, wo ich sage, der muss zwingend ausgetauscht werden, weil der das Gesamtwohl der Gruppe gefährdet. Das ist schon sehr außergewöhnlich gewesen, und das. Was hat er gesagt, hat er das vorher noch nie oder hat das jetzt nur erst mal hier? Weil dann, das wäre interessant. Das werde ich am meisten vermissen. Das klingt auch geil. Das ist auch, wie ich habe es ja vorhin schon angesprochen, diese Emotionen, so positive Emotionen, auch was ich jetzt hier irgendwie über diese EM erlebt habe, egal ob es geile Streams waren, die richtig Spaß gemacht haben mit wirklich auch den verschiedensten Nationen, Leute aus den verschiedensten Ländern, selbst Serbien hat doch einmal dieses gegen Slowenien, glaube ich, dieses ganz späte Tor geschossen, selbst das war ein saugeiler Moment. Türkei gegen Georgien, was das für ein Spiel war, wie viel Spaß das gemacht hat. Unfassbar, unbeschreiblich, der erste Stream, das Eröffnungsspiel, was für ein geiler, 5 Stunden habe ich da fast gestimmt, wie geil das war, jetzt auch gestern wieder, das Türkei-Spiel gegen die Niederlande, natürlich das Magenta-TV-Spiel sowieso, aber es gab so viele coole Momente, auch den Stream, den ich mit Ben hatte, mit Benji, wir haben einfach coole Sachen in diesen Streams erlebt, und das ist einfach, das hat Bock gemacht, dieses ganze Turnier, die EM ist noch nicht zu Ende, es geht noch weiter, es fühlt sich, und ich glaube, da stimmen mir wahrscheinlich viele von euch zu, das könnt ihr gerne mal eben in die Kommentare schreiben, fühlt sich natürlich jetzt so an, als ob die EM für uns ist sie zu Ende, weil Deutschland raus ist. Dementsprechend ist auch für mich ein großer Teil der EM jetzt zu Ende. Wird natürlich bei den Spielen noch live sein, keine Frage. Beide Halbfinalspiels gibt es hier live auf meinem Kanal. Aber es ist natürlich nicht das Gleiche. Es ist sehr, 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 sehr traurig. Aber insgesamt auch das Spiel, was ich in Dortmund gesehen habe, das Spiel für Frankreich gegen Polen, auch das war super crazy, guckt euch da gerne auch nochmal nach diesem Video den Stadion-Vlog an, das haben nicht so viele gesehen, aber das war einfach so ein sinnbildlich für diese crazy Emotion, die man bei diesem ganzen Turnier erlebt hat. Ja, natürlich war mir klar, dass es mehr braucht, um die ein oder andere öffentliche Trainingseinheit oder ein bisschen den Fans näher zu kommen, gut zu trainieren, gute Interviews zu geben, sondern vor allen Dingen, dass man guten Fußball spielen muss, dass man nur dahingehend dann es schaffen kann, diese Euphorie zu wecken. Und natürlich auch gepaart mit diesem Willen, mit dieser Leidenschaft, mit diesem Kampfgeist. Und der war ja jetzt in allen Spielen zu sehen, gestern natürlich außergewöhnlich gut in der Verlängerung. Das ist ja die Basis von allem. Und dann sieht man mal, wie schnell das geht, dass man Menschen auf seine Seite ziehen kann. Auch wenn es dann noch am Ende dann vielleicht eine unglückliche Niederlage gegeben hat. Aber das Vielleicht, man weiß nicht, ob es ein Handspiel war. Das ist die Basis von allem. Das ist in der Bundesliga, bei den Bundesligaspielen so. Und es wird auch in der Nationalmannschaft so sein. Und das ist klar, jetzt ist die Euphorie groß, jetzt wird sich alles wieder ein bisschen beruhigen. Die Bundesliga geht dann wieder los. Wir haben dann Nations. Oh mein Gott, jetzt Bundesliga, da klingelt es wieder. Ich wollte vorhin noch irgendwas sagen, als Nagelsmann eben gesagt hat, dass wir eine gute Spielidee gehabt haben und die Euphorie im Land. Oh mein Gott, dieses Jahr 2024, sehr, sehr wichtig für den deutschen Fußball gewesen. Sehr, sehr wichtig, weil wir unter anderem jetzt so einen Generationenwechsel gesehen haben. Das wird nächstes Jahr, nach dem Ende dieser Saison, noch krasser sein, wenn dann wirklich Leute wie den Müller und den Manuel Neuer ihre Karrieren beenden. Aber jetzt, wir haben gesehen, Bayern Champions League Halbfinale hätte. Wir sind wütend, es sitzt immer noch tief die Wunde, auch nach kaum 2,5 Monaten oder so. Unfairerweise ausgeschieden. Da wieder deutsches Team gegen eine spanische Mannschaft. Schiedsrichterbenachteiligung, Verschwörungstheorie, ich sag's ja nur. Der BVB steht im Finale der Champions League. Dann haben wir jetzt die deutsche Nationalmannschaft, bei dieser EM so geil gespielt hat. Wir sind Leverkusen, hat in ganz Europa auf den deutschen Fußball aufmerksam gemacht. Mit einer ungeschlagenen Saison. Doublesieger plus Finale in der Euroleague, da dann leider ja gegen Atalanta Bergamo unterlegen. Also das ist richtig, richtig krass, was wir für eine Aufmerksamkeit in diesen deutschen Fußball gebracht haben.
gemacht haben. Und das wird natürlich auch den Fußball und die Leistung pushen. Wir haben jetzt in der Champions League, wird man sehr, sehr stark vertreten sein. Euroleague sehr, sehr stark vertreten sein. Conference League von mir aus auch. Spieler wollen nach Deutschland wechseln, in die Bundesliga kommen. Jetzt nach diesem Jahr, weil es einfach alles attraktiv gemacht hat. Und da bin ich sehr, sehr froh drüber. Und das ist halt, da sind wir halt alle gefordert. Das wollte ich nochmal sagen. Ja, aber Julian hat das jetzt auch, wie gesagt, mit seinem Trainerteam in all seinen Besprechungen, all seinen Ansagen wirklich wunderbar hinbekommen. Und das ist ja das große Geheimnis bei einem Heimturnier, dass man einerseits versucht, diese Euphorie zu wecken, die Spieler mitzuziehen mit der Euphorie, aber auch nicht den Druck zu extrem werden zu lassen. Ne? Und da sind schon einige Nationen dran gescheitert, wir nicht, auch wenn wir jetzt gestern ausgeschieden sind. Und das haben wir wunderbar hinbekommen und das wollen wir auch die nächsten beiden Jahre hinbekommen. Dann ganz hinten Christian Kamp. Danke. Herr Nagelsmann, ich würde einmal gerne noch nachfragen zu Ihrer, was Sie gerade gesagt haben, die symbolische Wirkung des Miteinanders, was Ihnen ja gestern wichtig war, was Ihnen jetzt heute wichtig war. Sie haben gesagt, das soll abstrahlen auf andere, weit wichtigere Bereiche als der Fußball. Können Sie den Gedanken noch mal so ein bisschen ausformulieren? Das sind ja doch, also alles in allem nicht ganz einfache Zeiten und das Fußballturnier, so schön es jetzt ist, dann doch auch nur ein Fußballturnier. Ich bin gespannt. Ja, ich versuche es kurz zu fassen. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo jedem das einzelne Posting, sich darzustellen, wichtiger ist, wie vielleicht eine gemeinsame Stunde zu verbringen. Ich glaube, wir waren lange und ewige Zeiten ein Land der Vereine, wo Menschen zusammenkamen und unterschiedliche Dinge gemacht haben, von Fußball über Musikverein, Trachtenverein, ganz egal. Menschen haben sich mehrmals die Woche getroffen und haben gemeinschaftlich schöne Stunden verbracht. Heute ist manchmal mehr wert, ich stehe an irgendeinem Bergsee und mache ein Instagram-Foto alleine. Und ich glaube, diese Gemeinsamkeit, gemeinsame Dinge zu bewirken, ist extrem wichtig, dass wir realisieren, in was für einem wunderschönen Land wir leben, landschaftlich, kulturell, aber auch welche Möglichkeiten wir in dem Land haben, wenn wir gemeinsam einfach zusammenhalten und nicht alles immer extrem schwarz malen und dem Nachbarn nichts gönnen, sondern von Neid zerfressen sind. Sehr gute Worte, ja, und das ist wirklich das, was und das auch gerne, schreibt es in die Kommentare, was hoffentlich auch viele gemerkt haben, denn es ist eine Gemeinsamkeit. Ich habe es euch auch erzählt, ich habe, als ich mit Nico und Alex von Imperium die Fußball-Challenges aufgenommen habe, da saß ich ja am Bahnhof in Duisburg fest. Und ich weiß nicht, wer schon mal in Duisburg war, aber Duisburg ist es nicht. Der Bahnhof, der kam mir sehr dubios vor. Sehr dubios. Und das war der zweite Tag der EM. Das war nach dem Eröffnungsspiel. Und dann bin ich da raus, irgendwann aus diesem Bahnhof, weil ich meinen Zug verpasst habe. 40 Minuten Verspätung, bla bla bla. Und auf der Straße haben so ein paar englische Jungs gekickt. Und dann ist der Ball zum Rüber. Ich habe den zurückgespielt. Dann ist er nochmal zum Rüber geflogen, hab ein bisschen hochgehalten. Und dann habe ich mit denen einfach hochgehalten auf der Straße. Und eine halbe Stunde mit so ein paar Jungs aus England. Und vielleicht, ich glaube auch aus Schottland. England und Schottland. Und das war einfach cool. Das hat Spaß gemacht. Und das ist so eine Vereintheit, eine Einigkeit, die jetzt über natürlich auch über Deutschland hinausgeht, aber was man in Deutschland gespürt hat, was sonst auf jeden Fall nicht so ist. Und man hat ja auch immer wieder gesehen, wie verschiedene Fans zusammen feiern. Gestern, also für mich gestern, habt ihr sicherlich auch viele von euch Bilder und Szenen gesehen, vor dem Spiel Niederlande gegen die Türkei, dass niederländische Fans zu türkischer Musik getanzt haben, so wie traditionell türkischer Musik, und das zusammen passiert ist und man zusammen gefeiert hat. Deutschland, viele Deutschen haben sich sehr über die schottischen Fans gefreut, weil die eine coole Stimmung reingebracht haben. Es gab eine Petition, warum lieben deutsche Petitionen so sehr? Dafür, dass es ein jährliches Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Schottland gibt. Also, diese Verbundenheit zum Nächstenliebe, sehr, sehr cool. Und einen Menschen getroffen, cool, der Dinge alleine macht und dann automatisch schneller, besser weiterkommt, wie wenn er es mit irgendjemand zusammen macht. Es gibt es ganz, ganz selten, dass man irgendwas alleine für sich macht und ist zwingend erfolgreicher, wenn man einen Partner hat, der in dieselbe Richtung arbeitet. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das, was mir einfach wichtig ist, dass wir dieses einen, Rudi hat es ja gerade gesagt, es ging dann relativ schnell, Gott sei Dank, dass wir die Fans in unserem Rücken geeint haben und wir als Mannschaft auch versucht haben, den Fans was zurückzugeben. Aber es ist ja auch simpel übertragbar ins normale Leben. Und ich glaube, wenn jeder da erstmal in seinem kleinen Kreis anfängt, in seiner Straße, dem Nachbar zu helfen, wenn irgendwas ist. Jetzt war, glaube ich, gerade in vielen Bereichen wieder extremes Hochwasser. Das ist ein Beispiel, wo
wo man sich untereinander unterstützen kann. Und nicht immer sofort das Negative zu sehen, sondern versuchen einfach sich zu unterstützen, gemeinsam alle Menschen zu integrieren, willkommen zu heißen und ihnen zu helfen, dass sie sich wohlfühlen und auch die Menschen dann für sich zu einen, auch gemeinsam mit einem selbst an einer besseren Zukunft zu arbeiten. Und ich glaube, viele dieser Dinge, die wir als negativ sehen, gehen einfach hier oben los, weil wir auch einen Drang dazu haben, sie gern negativ zu sehen. Und man kann ja immer Probleme sehen und wir haben Probleme im Land. Man kann aber auch immer einfach von Lösungen sprechen. Und jedes Gespräch, was ich, nicht jedes, aber sehr viele Gespräche, die ich mit Menschen in diesem Land führe, ist immer, ja, wir haben ein Problem. Ich höre selten, ja, wir haben eine Lösung. Und manchmal ist es gut. Wir hatten beim DFB auch ein brutales Problem. Ein brutales Problem, boah. Aber ich glaube... Nagelsmann ist so ein... Auch abgesehen davon, dass ich auch sportlich ein riesen Fan von Julian Nagelsmann bin. Ich glaube, ich bin sogar noch mehr Fan vom Menschen Julian Nagelsmann, weil ich diesen Kerl sauber finde, weil das ein richtig geiler Trainer ist, der man einfach ein richtig geiler Mensch ist, der super Sachen sagt, der wirkt auf den Pressekonferenzen immer und ich glaube nicht, dass er nur so wirkt, sondern dass er auch wirklich so ist. Einfach, es ist einfach ein guter Mensch. Julian Nagelsmann ist ein guter Mensch und sehr gute Worte, die er hier findet und der hat eine Plattform als Nationaltrainer, der ist deutschlandweit bekannt, jeder sollte ihn hoffentlich kennen, jeder sollte wissen, wer Julian Nagelsmann ist und was er tut. Super Kerl, super, super Kerl, ich bin ein Riesenfan von dem Mann. Ich glaube nicht, dass ich eine PK hier saß und habe gesagt, ja, boah, wir haben ein Riesenproblem, hoffentlich kriege ich das hin. Ich habe gesagt, wir haben Lösungen. Ob die dann klappen oder nicht, ja, das weiß man nicht, das muss man probieren, Mut haben, Dinge zu probieren und wenn es dann nicht klappt, ja. Gestern auch Dinge nicht geklappt, haben eine Halbzeit reagiert, auch den Mut haben, was Neues zu machen. Sagen, okay, neue Entscheidung. Aber immer zu meckern, sagen, alles ist schlecht, alles ist blöd, alles ist traurig. Aber ich bin nicht verantwortlich, das ist der andere, der ist schuld, der Politiker kann nichts und der Politiker kann nichts. Aber das finde ich blöd, ja, was würden Sie machen? Ja, weiß nicht, da müssen Sie die Politiker fragen. Ich glaube, wir können alle anpacken, dass es nicht so traurig sei, ist, wie es gerade wirkt und eigentlich alles schwach. Und das ist so gut, das sind so, so gute Worte von Julian Nagelsmann. Deswegen finde ich diesen Kerl so klasse. So klasse, ich finde ihn so gut. Schwarz gemalt werden muss, wie es gerade schwarz gemalt wird, sondern wieder zurück zur Gemeinsamkeit, bisschen weg von dieser unfassbaren Individualität hin zu einer geschlossenen Gruppe, die einfach gut tut und die uns was bringt. Das hat das Fußballturnier gezeigt, aber das Fußballturnier hat nur eine ganz kleine Relevanz für dieses Land und wir haben viele andere Dinge, die wir, glaube ich, so nutzen können, dass das Fußballturnier ein Vorbild dafür ist. Auf jeden Fall. Also das war eine super EM zu einer sehr wichtigen Zeit auch in Deutschland. Das war eigentlich schon ein sehr schönes Schlusswort. Wir haben aber noch ein paar Fragen. Wir haben noch 20 Minuten vor uns. Also an der Stelle, alle, die noch auf YouTube zugucken, lehnt euch gerne weiterhin zurück. Herr Nagelsmann, Sie kamen aus dem Vereinsfußball und am Anfang fiel ja auch auf, da haben Sie so gesagt, ah, ich habe so wenig Trainingszeit, da haben Sie mehr so diese Unterschiede gesehen. Wenn man Sie jetzt hört, haben Sie für sich auch realisiert, dass diese Länderturniere, dass dieses Nationaltraineramt ganz andere Möglichkeiten gibt und doch vielleicht noch viel größer ist, auch vielleicht Sie auch völlig erfüllt und würden Sie am liebsten morgen schon in den USA anfangen, Weltmeister werden zu wollen? Ja, das habe ich ja gestern schon gesagt. 2 Jahre ist schon, das ist das sehr fiese am Nationaltrainer, dass man 2 Jahre Zeit hat, in dem Fall ist leider, um wieder angreifen zu können, zumindest fürs nächste große Turnier. Ja, aktuell bin ich sehr erfüllt von dem Job. Klar, das ist was anderes, das habe ich ja schon oft betont. Du hast andere Dinge zu erledigen als Nationaltrainer, die sind im Vereinstrainer nicht zu vergleichen. Auch die Zeit vor so einem Turnier ist anders wie dann natürlich im Turnier. Im Turnier ist es sehr ähnlich wie im Verein. Du hast gefühlt alle 3 Tage gespielt, das ist wie im großen Club auch. Das ist nicht großartig anders. Klar, ich glaube, ganz besonders war einfach diese Heim-EM. Das ist natürlich eine einmalige Chance gewesen, wahrscheinlich auch in meiner oder unserer Karriere. Die wird so nicht mehr wiederkommen. Deswegen tut es auch besonders weh, weil das, wie ich schon vor dem Spanien-Spiel gesagt habe, leider endlich ist so ein Spiel, du verlierst oder gewinnst. Das kann man nicht wieder gut machen. Ja, gestern ist oft im Bus gefallen, wie gerne wir nochmal die letzten 5 Minuten neu machen würden und unabhängig davon, ob wir dann irgendwas zwingend anders machen, aber vielleicht fällt das Pendel dann bis... Der hat immer noch Tränen in den Augen, ne? Und ich fühle diesen Mann so sehr.
Ich war auch so am Boden zerstört und auch gestern und auch heute immer noch. Und auch ich glaube auch, es wird Dienstag und Mittwoch, wenn ich in den beiden Halbfinals spiele, das dann wieder sehen werde. Vor allem diese zwei Mannschaften, die wirklich Terrorfußball spielen, England und Frankreich. Oder warum zur Hölle stehen die im Halbfinale? Stell dir mal vor, diese Mannschaft hätte man mit der Schweiz und in Deutschland austauschen können, klappt nicht ganz. Weil die Spanier natürlich, die spielen guten Fußball. Spanien und Niederlande, die werden das Turnier hoffentlich werden sie die Niederlande gewinnen, weil England spielt keinen guten Fußball, Frankreich hat kein eigenes Tor aus dem Spiel herausgeschossen und Spanien weitergekommen mit diesem Nicht-Handelfmeter, aber jetzt habe ich den Faden vom Anfang verloren, ich wollte auf jeden Fall nur sagen, keine Ahnung, Deutschland, wenn ich das sehe, wo Deutschland hätte spielen können und mit den Gegnern, dann ist das sehr, sehr schade. Sind in die andere Richtung in der einen oder anderen Situation und ja, ob das jetzt viel größer ist als irgendein Verein zu nennen, weiß ich nicht. Generell wahrscheinlich ja, weil wir haben jetzt gesehen, wie viele Menschen, auch die vielleicht sonst keinen Vereinsfußball schauen, jetzt die Fußballnationalmannschaft angeguckt haben. Ja, ich bin sehr glücklich, dass ich verlängert habe. Und sehr gut. Ich freue mich auch wieder neu anzugreifen. Aber ein paar Tage müsste mir schon geben. Die brauche ich. Ein paar Tage Päuschen. Ist in Ordnung, Herr Nagelsmann. Dann auf dieser Seite noch Marco Marder. Auch nochmal eine Frage an Herrn Nagelsmann. Sie haben im Turnierverlauf häufiger davon gesprochen, dass Sie sich wünschen und auch einfordern von der Mannschaft, sie möge endlich Alter, was rockt er denn hier für ein Ding? Ist das irgendwie Palermo oder so? Festplatte löschen. Nee, Palermo passt nicht. Aber ist das nicht aus Argentinien? Den Niederlagen und den negativen Gedanken. Inwieweit haben Sie den Eindruck, dass es gelungen ist und die Mannschaft auch die nächsten 2 Jahre tragen kann, selbst wenn vielleicht der eine oder andere wie Manuel Neuer, Thomas Müller den Computer, um im Bild zu bleiben, abschaltet? Danke. Ja, ich glaube, es ist sehr gut gelungen. Es war auch so das, was die Spieler gestern, wenn Spieler das Wort ergriffen haben, eigentlich immer erzählt haben, ging immer um das ähnliche Thema, dass der Glaube gewachsen ist. Ich glaube, man hat es gestern ganz gut gemerkt. Bernd oder Rudi haben es ja auch schon gesagt, dass wir nach dem 1-0 dann auch, also 1-0 der Spanier, zurückkommen. Ich glaube, das wäre vor ein paar Monaten noch nicht denkbar gewesen. Ich glaube, daran hat man schon gesehen. Lange nicht. Ein DFB-Team wäre lange nicht in der Lage gewesen. Und ich meine, guckt euch die Testspiele an, die Spiele, die wir 2022 hatten, die wir 2021 hatten. Da wurde nach einer Niederlage war Game Over im Regelfall. Also die einzige Ausnahme, es wird wahrscheinlich nicht die einzige Ausnahme sein, aber an die ich mich jetzt an sich so erinnern kann, ist bei der letzten EM gegen Ungarn. Da hat man es geschafft, im Endeffekt noch das zweite Tor zu schießen, dann als Zweiter weitergekommen. Eine Niederlage, ein Unentschieden, 4 Punkte, war wahrscheinlich. Oder als Dritter halt, und dann noch dann weiterzukommen. Das war eines der wenigen Male in meiner Erinnerung, die ich jetzt so parat habe, dass man das geschafft hat, so einen Rückstand dann noch bei so einem Turnier zu drehen. Ne? Gegen Japan war ja Game Over. Und gut, gegen Costa Rica lag man auch zwischenzeitlich zurück. Das gab es ja wilde Minuten, als Costa Rica und Japan bei der EM weiter waren und Deutschland und Spanien beide raus waren. Aber das war natürlich auch gegen Costa Rica A und B in einem ganz anderen Zustand. Also sehen das. Das war schon geil gegen Spanien. Und man hat das auch, das habe ich euch im Stream gestern erzählt, das habe ich all den Leuten, die beim Public Viewing um mich rumstanden, gesagt, in der regulären Spielzeit. Und das habe ich bis zu diesem Tor von Wirtz gesagt. Heute, also dann Freitag, war nicht der Tag zum Ausscheiden. Das war nicht der Tag zum Ausscheiden. Und so haben wir auch gespielt. Und es hat sich im Endeffekt bewahrheitet mit der Verlängerung dann. Und dann natürlich das späte Tor. Ne, das haben wir jetzt oft gesagt, aber es war nicht der Tag zum Ausscheiden. Und das hat man diesem Team angemerkt. Die haben bis zur letzten Sekunde gekämpft. Und dann ja, im Endeffekt sind sie in die Verlängerung gekommen, waren besser im zweiten Durchgang, besser in der Verlängerung. Handelfmeter nicht bekommen. Ach komm, ich höre auf. Ich rede mich sonst nur wieder weiter auf. Wir hören weiter. Dass die Festplatte zumindest mal gereinigt ist. Ob sie ganz gelöscht ist, weiß ich nicht. Aber gereinigt ist sie auf jeden Fall. Dass die Jungs mehr an sich glauben. Und ja, bei allem Ärger, den ich auch aus Fansicht hatte in Turnieren davor, wenn man dann mit einer Mannschaft auch arbeitet, es gibt keinen Spieler, der es absichtlich macht und keinen Spieler, wir wissen alle, die verdienen alle viel Geld und denen geht es auch grundsätzlich gut, aber auch sie haben alle ihre persönlichen, menschlichen Probleme und Belastungen und es ist natürlich nicht für einen Spieler nicht schön, wenn er ausscheidet und
kann man sagen, ja, haben die jetzt alles gegeben? Ist immer schwer zu werten, ist ein sehr subjektiver Fakt. Was heißt alles gegeben? Ja, woran macht man das fest? An Laufdaten oder an Zweikämpfen? Das ist ja extrem schwer, ist eher ein subjektives Gefühl, was man hat. Und kein Spieler sagt freiwillig, ja, ich fahre jetzt nach Katar und dann schalte ich in der Vorrunde gerne aus und fahre wieder nach Hause. Und natürlich macht sowas mit Menschen. Das sind alles Obwohl, man muss da sagen, gefühlt in Katar hatte man nicht das Gefühl, dass es sonderlich viele Leute gejuckt hat. Aber jetzt guckt euch gerne, ich zeige es euch nicht, weil ich glaube, es sind Spielszenen dabei, aber ich empfehle es euch einfach nur. Guckt euch mal vom DFB das Neueste, das Ende. Short und, da ist das Short und als TikTok vorbei, ich habe es nämlich auf beiden gesehen. Guckt euch das mal an. Da ist jeder Spieler geknickt. Da ist jeder Spieler gebrochen gewesen. Nach der Katar-WM, war gefühlt, wie es ist halt. Aber da war jeder traurig und am Boden zerstört. Junge Kerle, muss man sich immer wieder mal vor Augen führen, dass da viele sitzen, die sind 26, wenn man dann so in die rausgeht in die Bevölkerung, viele mit 26 studieren vielleicht noch und die sind halt ständig im Brennglas, jede Aktion wird bewertet, beurteilt, war der Pass gut, war der Pass schlecht, war die Aussage gut, war die Aussage schlecht, ist das Foto schön, ist es nicht so schön. Das ist schon nicht immer so leicht, ja, ich will jetzt nicht jammern, garantiert nicht. Aber kein Spieler macht das freiwillig und ich glaube schon, dass man sowohl in dem Schweiz-Spiel gesehen hat, wie auch in dem Dänemark-Spiel und auch jetzt gegen die Spanier, dass wir auf jeden Fall deutlich gefestigter sind und der Glaube an sich selbst gewachsen ist. Das auf jeden Fall, zu 100%, weil wir einfach selbstbewusst spielen, weil wir einen selbstbewussten Trainer haben. Wir haben nicht, und es ist ja nicht nur Julian Nagelsmann, wir haben auch noch Sandro Wagner und wir haben noch einen dritten, aber den habe ich gerade nicht parat. Auch das darf ja nicht untergehen. Aber auch einen Sandro Wagner, der ein geiler Kerl ist, der für dieses Ding brennt. Es gab ja den Bericht, ich weiß gar nicht, ob das wirklich wahr ist, dass da Sandro Wagner in Richtung Kabine gestürmt ist, Richtung Trainer, Schiedsrichterkabine nach Abpfiff am Freitagabend. Aber das sind einfach, haben viele gesagt, einer von uns, einer, der brennt. Und das hatten wir, das Gefühl hatte man zuletzt halt einfach nicht. Es gibt ja auch dieses Video von dieser Ansprache von Hansi Flick in der Kabine in Katar bei der Weltmeisterschaft. Und das sehe ich. Ich bin auch ein Fan von Flick gewesen. Und ich würde auch immer noch sagen, ich bin ein Fan von Flick. Ich bin gespannt, was der beim FC Barcelona macht. Natürlich wünsche ich mir da auch nur das Beste. Aber diese Emotion und Emotionalität, die jetzt Nagelsmann hier reingebracht hat, die hat man da kläglich vermisst. Dann auf der anderen Seite Kerstin von Kalkreuth. Ich habe Nachname kurz gesagt, hey, was ist das denn für ein Sportmedium, was ist das Nachname? Eine Frage an den Trainer. Herr Nagelsmann, Sie haben gesagt, heute Morgen haben sich viele mit Tränen in den Augen voneinander verabschiedet. Können Sie uns noch einen kleinen Einblick geben, wie die Nacht war und ob die Wehmut bei Spielern wie Thomas Müller oder Manuel Neuer besonders groß war? Und eine Frage an den Präsidenten. Was hat diese EM, dieses Auftreten der deutschen Mannschaft, dieser Auftritt von Julian Nagelsmann hier auch für eine Bedeutung für Ihren Verband? Und Sie haben ja jetzt viele wichtige Menschen aus anderen Nationen auch getroffen. Wie werden die Deutschen, wie wird der Verband, das Organisationskomitee wahrgenommen als Gastgeber? Geburtstagskind hat Vorrecht normalerweise. Kannst aber auch gern abgeben, wenn du noch überlegen willst. Alles gut. Also, ich habe es ja eingangs gesagt, für uns als Verband war es ein wichtiges Turnier, weil ich die Rückmeldungen überall bekommen habe, dass die Leute sich hier unglaublich wohlgefühlt haben und das gilt für die Präsidenten, das gilt auch von der UEFA. Da schwingt eine Menge Respekt mit, das ist glaube ich schon so und das ist auch wichtig für den DFB, das muss man auch sagen. Also wir kommen ja auch nicht nur, was das Sportliche betrifft, sondern auch verbandsseitig von einer nicht ganz so einfachen Zeit und ich glaube auch da ist uns ein Stück weit ein Change irgendwie gelungen in den letzten zwei Jahren und zweieinhalb Jahren, denke ich. Und das ist schon auch, das wird auch registriert und das geht einher jetzt auch nochmal mit wie das Turnier hier organisiert wurde, wie wir uns, man muss auch Philipp Lahn nennen natürlich, den Turnierdirektor, den will ich gar nicht unerwähnt lassen an der Stelle. Also da sind schon, glaube ich, da ist schon eine Menge Respekt und auch Bewunderung dafür, für das, was bisher passiert ist. Wir haben noch eine Woche, es kann noch was passieren, aber bisher, der bisherige Verlauf stellt alle sehr, sehr zufrieden. Also sehr, innerhalb sehr des DFB, aber eben auch Richtung UEFA. Es hat einfach wirklich sehr viel Spaß gemacht, dieses Turnier bisher. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, wie die Nacht jetzt war bei allen, weiß ich nicht. Einige saßen noch extrem lange zusammen. Ohne Alkohol wohlgemerkt, sondern einfach haben gesprochen, haben viel über Spiel diskutiert, aber auch, glaube ich, über allgemeine Themen.
Bei mir ist immer so, dass ich relativ zeitig dann ins Zimmer gehe und so ein bisschen das mit mir selber ausmachen möchte. Ja, habe da so meine Probleme dann mit vielen Leuten drüber zu sprechen. Ich habe dann viele innerliche Dinge im Kopf, die ich nach dem Spiel einfach habe, wo ich sage, Dinge, die man anders machen kann, die wir besser hätten machen können, die dann eigentlich gar keine Relevanz mehr haben, weil das so, wo ich mich dann flüchte, so ein bisschen die Emotionalität wegschieben in innerliche Bereiche. Ja, ich habe jetzt bei Manu oder auch bei Thomas jetzt nicht mehr Trauer festgestellt wie bei anderen Spielern. Haben wir auch jetzt noch keine Entscheidung, in welche Richtung es weitergeht für sie getroffen. Von dem her glaube ich auch nicht notwendig, dass sie noch trauriger sind. Am Ende, ja, glaube ich, haben wirklich sehr viele Spieler geweint und sehr viele Spieler bei unterschiedlichsten Situationen und Umarmungen, Tränen in den Augen gehabt. Jetzt nicht nur bei mir, das hat mit mir nichts zu tun, sondern jetzt bei allen möglichen Staff-Mitgliedern. Ja, das ist auf der einen Seite natürlich eine große Auszeichnung, aber macht jetzt so einen Abschied nicht zwingend leichter. Wenn jetzt alle ein Feuerwerk gestartet hätten, dass wir am Ende wieder heimkommen, dann wäre es vielleicht ein Tick leichter, aber so tut es dann schon nochmal ein bisschen mehr weh. Dann haben wir drei Fragen zum Abschluss. Felix Mansel. Und das kann ich absolut verstehen. Absolut verstehen von Julian Nagelsmann. Und das zeigt für mich wieder, was für einen guten Job nicht nur Nagelsmann, sondern das gesamte Team, was beim DFB zuständig ist für diese Mannschaft, untereinander, mit den Spielern, im Team, alle, die da auch hinter den Kulissen arbeiten, Physiotherapeuten, auf die man vielleicht sonst oft vergisst, oder Teammanager, Koch, ich weiß nicht, was da alles für Leute im Hintergrund aktiv sind, dass da einfach alle einen verdammt guten Job gemacht haben und wie eine große Familie da zusammengewachsen sind. Ich habe eine Frage an den Trainer und an den Sportdirektor. Die erste Frage, Julian, als die Mannschaft nominiert wurde oder kurz vor der Nominierung, hast du gesagt, es sind nicht unbedingt zwingend die besten Spieler, aber die am besten zusammenspielen. Inwieweit bleibt das Hauptkriterium? Man hat ja jetzt zwei Jahre Zeit auf der WM, vielleicht Leute, die qualitativ hochwertig sind, passend zu machen, sodass sie auch passen. Und Rudi Völler, die Frage, inwieweit brauchen wir weiterhin Typen? Niklas Füllkrug hat ja mit seiner Art auch sehr begeistert. Inwieweit sind Charakterköpfe in dem Zusammenhang? Niklas Süle, was zur Hölle? Ja, wir brauchen Typen. Nicht nur Typen, sondern wir brauchen Spielertypen, besondere Spielertypen. Wir brauchen so einen Lockerroom-Leader, einen Anführer im Team. Wir brauchen Leute wie den Dennis Unhoff und Thomas Müller, die eine lockere Art haben. Wir brauchen Leute wie einen Joshua Kimmich und einen David Raum, die jetzt auch außerhalb gezeigt haben, außerhalb des Turniers, so mit diesen Videos auf TikTok, auf Instagram, auf YouTube, wie die drauf sind und was für eine coole Stimmung in diesem Team ist, die einfach eine gute Laune verbreiten. Wir brauchen ganz viel von solchen Typen. Der Frage, die ich gerade gestellt habe, trotzdem wichtig oder auch? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch ein wichtiger Punkt, warum neben anderen, warum Sandro auch im Trainerteam ist, jetzt selber Nationalmannschaft gespielt, Champions League gespielt, weiß. Ich weiß grundsätzlich auch, wie eine Kabine funktioniert, aber nicht auf dem Niveau. Ich habe nicht mehr auf dem Niveau gespielt und habe auch dann Fußball nicht mehr unter diesen emotionalen Ich würde auch sagen, in München keine Kabine verloren. Ja, da gibt es ja auch Besitzung. Belastung gespielt und da ist generell gut, immer eine Meinung auch zu haben, wie eine Gruppe funktioniert oder wie sich auch die Spieler fühlen in gewissen Situationen, in einer gewissen Rolle, was auch bedarf, diese Rolle mit Leben zu erfüllen. Ich habe heute früh auch nochmal Robin Koch erwähnt, den ich auch gerne hier nochmal erwähne, der leider keine Minute gespielt hat, was mir sehr leid tut, was er auch nicht verdient hat. Aber auch er, auch heute früh, könnte man ja meinen, irgendwie er sagt Tschüss auf eine nicht so nette Art oder lässt einen spüren, dass er sehr enttäuscht ist oder frustriert ist. Das ist gar nicht der Fall, sondern total selbstlos. Und da kann ich noch einige, Pascal, Dennis, Chris, Benny, die hatten alle nur einen Einsatz bei einer Heim-EM, was ja auch für einen Spieler eine absolute Einmaligkeit darstellt. Und das tut einem schon leid. Aber die haben natürlich die Gruppe auch getragen. Und wie ich eingangs schon erwähnt habe, wir werden den Kader jetzt nicht komplett umbauen, sondern wir haben einen ganz großen Stock, der 26, 27, 28 ist, die auf jeden Fall auch die WM noch spielen können. Immer vorausgesetzt natürlich die Verletzungsfreiheit, die guten Leistungen der letzten Saison, die dann in der Nominierung gründeten, die müssen natürlich weiterhin so abgehalten werden wie jetzt auch, aber das ist ja eh klar. Aber wir haben einen guten Stock, eine gute Mannschaft zusammengestellt, im Trainerteam mit vielen Diskussionen und vielen
richtigen Entscheidung. Und da werden wir nur Nuancen verändern, wenn alle weiterhin performen. Und ich sehe jetzt bei keinem die Gefahr, dass er deutlich abfällt in den nächsten ein, zwei Jahren. Fand ich sehr, sehr schön von Nagelsmann. Sehr schön. Nochmal Leute wie Henrichs, Undav, wen er jetzt genannt hat, Waldemar Anton, glaube ich, auch nur einen Einsatz gehabt, Führig, dann natürlich Robin Koch, der ganz ohne Einsatz war, sowas hervorzuheben, wie, dass ihm das leid tut und dass es halt wirklich auch so ist und das glaubt man diesem Mann ja auch, aber auch B, zu sagen, dass die halt alle im Dienst des Teams denken und vielleicht, und ich bin mir sicher an Robin Koch, ja, ich bin mir sicher, es ist natürlich, der wird enttäuscht sein, der hätte gerne gespielt, mehr im eigenen Land oder einen Dennis Undav oder, aber es ist einfach ein Team und da, Gott, wer hat das noch gesagt, irgendwer hat es in irgendeinem der Videos, vielleicht war es sogar Füllkrug, der sagt, hier freut sich jeder für den anderen, wenn er ein Tor schießt und Füllkrug freut sich für den Kai Havertz, wenn der wieder trifft und andersrum auch und man freut sich, wenn die Kollegen spielen, man freut sich, wenn man selber spielen darf und das ist endlich in diesem Team so, was gefühlt auch, hätte ich vielleicht so gesagt vorher, wenn man sich auch einfach den Kader anguckt, der letzten WM, der natürlich eine Katastrophe war, wenn man da sieht, was da teilweise, wenn wir ein Spiel mit einer Innenverteidigung aus Malik Ciao, Nico Schotterbeck und Niklas Süle spielen, und dann weiß natürlich, da kannst du nichts gewinnen bei so einem Turnier, das war jetzt einfach anders und sehr schöne Worte. Ja, natürlich ist es wichtig, Typen zu haben in jeder Mannschaft, aber ich glaube, das Wichtigste ist natürlich die fußballerische Qualität und Fülle ist ja nicht nur ein guter Typ oder wie einige andere auch, oder fast alle, die wir im Kader haben. Du musst dann bereit sein, wenn der Trainer dich bringt von Anfang an oder wenn er reinkommt, so wie gestern, hat sofort einen Pfostenschuss, hat wunderbare Aktionen, kann die Bälle halten. Das ist ja das Wichtigste. Klar, Typ zu sein ist schön, geil. Wichtig, gerade in so einem langen Turnier. Aber das Allerwichtigste, und es wird ja in der Zukunft so sein, muss die fußballerische Qualifikation, die muss da sein. Du musst es ja auch verdienen. Ja. Über die Bundesliga, klar. Oder halt die anderen Ligen. Es gibt ja auch ein paar, die nicht in Deutschland spielen. Dann direkt davor Felix Garner. Die Bundesliga. Julian, haben Sie vom Kapitän, von Ihrem Kapitän Ilkay Gündoğan Signale bekommen, ob er weitermacht und würden Sie sich das wünschen? Ich habe keine Signale gekriegt, weder in die eine noch in die andere Richtung. Bei der Verabschiedung gesagt, bis bald. Also, ich finde, dass er es sehr gut gemacht hat. Ich habe mich auch extrem gefreut, dass er das erste Mal jetzt nicht nur Gegenwind gekriegt hat als Nationalspieler. Auch berechtigterweise, er hat alle Spiele sehr gut gestaltet, hat heute auch als letzter das Camp verlassen, nochmal, by the way, als Kapitän gewartet, bis alle Spieler gefahren sind. Ich finde auch seine Pressekonferenzen ist sehr, sehr smart, sehr intelligent, sehr klug, seine Antworten. Ja, wie ich schon gesagt habe, ist ein stiller Leader, der jetzt nicht ständig Ansprachen hält vor der Mannschaft, aber der natürlich eine große Erfahrung hat, viele große Trainer hatte. Der ein gutes Gespür hat für eine Gruppe auch. Klar. Und an der Stelle auch von mir, auch nochmal, habe ich doch schon einmal gesagt, aber eine fette Entschuldigung an Ilkay Gündoğan. Ich war ein großer Kritiker vor dem Turnier, weil die Leistungen bei den Testspielen auch oft nicht gestimmt haben, aber er hat bei diesem Turnier gut überzeugt. Nicht nur als Kapitän und Anführer von diesem Team, sondern einfach auch die sportlichen Leistungen auf dieser Position. Das hat einfach Klick gemacht, das hat gut funktioniert und Ilkay Gündoğan war die richtige Entscheidung, ihn A natürlich als dabei zu haben, aber ihn B als Kapitän zu haben und ihn dann auch noch C so einzusetzen in dieser Rolle, weil das richtig gut gemacht hat. Also wirklich eine fette Entschuldigung an Gündoğan. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Das muss auf jeden Fall mal gesagt werden. Da freue ich mich, wenn er weitermacht, aber ich am Ende finde ich, sind solche großen Spieler auch absolut selber im Lead und das auch selbst für sich zu bewerten, zu entscheiden, was das Beste für die Karriere ist. Aber ich war sehr froh, dass er da ist, dass er unser Kapitän ist und Stand jetzt gehe ich auch davon aus, dass er weiterhin zur Verfügung steht. Okay. Aber es soll Ilkay dann am Ende selber entscheiden und selber auch verkünden. Das muss ich nicht übernehmen. Würde ich behaupten. Dann zum Abschluss Tobias Altscheffel. Tobi, der Freund von Gries. Chefreporter der Sportbild. Kollege. Julian, du sagst, man muss den Mut haben, auch Pläne zu korrigieren oder zu überdenken. Wie denkt ihr im Nachhinein über den Plan für die Startelf gegen Spanien? Also mit Emre Can in der Struktur ein bisschen was zu ändern und auch Leroy Sané den Vorzug vor Florian Wirtz zu geben. Spannend. Und der dann korrigiert wurde in der Halbzeit. Und Frage an alle in der Runde, wisst ihr inzwischen diese 106 Minuten das Handspiel von Kukurea,
was der Hintergrund war? Habt ihr von der UEFA eine Erklärung, ob vielleicht Fülle zuvor im Abseits war oder nicht? Habt ihr mal nachgefragt, weil so richtig Klarheit herrscht ja bis jetzt noch nicht. Vielen Dank. Gut, gute Frage. Sauber. Ja, das habe ich gestern schon bei der PK gesagt. Am Ende musst du immer Entscheidungen treffen. Das ist natürlich hinterher immer leicht zu bewerten. Wenn es Leroy zwei Tore gemacht hätte und Emre Fabian Ruiz jeden Ball abgenommen hätte, dann hätte jeder gesagt, was für eine geniale Idee. klar, man hat es ein bisschen anders erhofft in der anderen Situation. Aber auch die beiden haben versucht, alles reinzulegen. Es gibt dann verschiedene Gründe, warum manche Dinge manchmal funktionieren und manchmal nicht. Das ist einfach so. Es lag jetzt auch nicht an den beiden, dass wir gestern ausgeschieden sind, sondern im Erfolgsfall, wie auch im Misserfolgsfall, eine große Gruppe, die alle eine Verantwortung tragen für alles. Und am Ende ist es so, dass du natürlich dann auch in der Halbzeitpause Entscheidungen treffen musst. Das habe ich schon oft betont. Wir ticken da alle im Trainerteam sehr gleich, dass wir Wechsel dafür nutzen, einen Spieler einzuwechseln, nicht um einen Spieler auszuwechseln, um noch was Neues zu bringen, neues Element, anderes Element. Und Flo und Leroy sind beide super Spieler, aber unterschiedlich. Und Emre haben wir einfach auch reingebracht. Ich glaube an der Stelle auch, es war nicht verkehrt, einen Spieler mit Tempo auf der Position zu haben. Im Nachhinein sind wir schlauer. Es hätte wahrscheinlich, kannst du nur hinterher sagen, aber hätten wir mit Wirtz und Musiala auf den Flügeln begonnen, sagen wir mal gleich einen Spielverlauf, Florian Wirtz schießt dieses späte Tor, obwohl schießt er wahrscheinlich dann nicht, weil er ausgewechselt wird, aber wir haben dann zur Verlängerung noch vorne einen Mann mit Tempo, das hat einfach gefehlt am Ende, in den letzten Minuten, das hat man gesehen, dann hätte es vielleicht anders ausgesehen, aber wie gesagt, auch das eine Sache, können wir jetzt nur hinterher sagen, ob dann Wirtz schießt Wirtz das Tor dann überhaupt, bla bla bla, hätte, wenn und aber, ich auch sowieso, die Leroy Sané-Fan bis zum Tod. Ich finde den Kerl klasse. Ich werde den immer unterstützen. Der wird zu viel gehatet. Das ist ein super Spieler. Der hat eine gute Saison beim FC Bayern gespielt. Wahrscheinlich seine bisher beste. Hinrunde war exzellent. Hinrunde war der Weltklasse. Hat sogar vom Kicker, und Kicker ist sehr, sehr streng mit den Ratings, eine Weltklasse-Bewertung bekommen. Rückrunde dann viele Verletzungen, die ihn geplagt haben. Auch jetzt immer noch. FCB Insider hat es gestern auf jeden Fall auch nochmal bestätigt. Beziehungsweise nochmal vermeldet, die haben es also, oder beziehungsweise gepostet, könnt ihr da gerne mal abchecken, ohne jetzt da Werbung zu machen. Sané immer noch mit Schambeinproblemen, kann potenziell die Vorbereitung beim FC Bayern verpassen, das ist durchaus realistisch und war auch hier bei diesem Turnier einfach nicht komplett fit. Der braucht eine längere Pause, um sich einmal komplett auszukurieren, bevor es dann irgendwie zu irgendwas Chronischem oder so wird. Also Sané, ich nehme ihn in Schutz, ich nehme ihn auch gerne in Schutz, Sané immer noch angeschlagen. So. Weil er ein sehr großes Tempo hat und wir da einfach große Vorteile gesehen haben. Rob hat es in der zweiten Halbzeit auch gut gemacht. Kid Rob, Robert Andrich. Am Ende, wie gesagt, ist es hinterher immer relativ simpel, das zu bewerten. Und zu dem Handspiel, ich glaube, Rudi, Sandro, einige haben, glaube ich, nachgefragt beim Schiedsrichter. Wir wissen nicht, ob es abseits war, also ich weiß es nicht. Ist ja ähnlich wie beim Champions League-Spiel Bayern gegen Real. Wieder! Frechheit. Wäre es, glaube ich, leicht, wenn man es einfach mal veröffentlicht, das ist abseits oder kein Abseits, dann kann man viele andere Diskussionen wegnehmen, aber ich habe die Information nicht bekommen. Wirklich, nennt mich ein Verschwörungstheoretiker, aber das kann nicht mit rechten Dingen zugehen, dass deutsche Teams gegen spanische Mannschaften gefühlt, viel Emotionalität, nehmt mich nicht beim Wort, aber gefühlt immer benachteiligt werden. Zu viel. Ich könnte jetzt hier 15 mit Monolog halten, aber ja, wie Video geht schon lang, wir hören Nagelsmann weiter zu den letzten Minuten. Unterschiedliche Infos gekriegt, warum, wieso das nicht angeguckt wurde. So ganz valide ist es nicht. Ja, am Ende ist es ja auch müßig darüber zu diskutieren. Ich habe gestern, glaube ich, viel dazu gesagt, wie ich die Handspielregel machen würde. Und das ist auch mehr als sinnvoll in meinen Augen. Ja, aus Schiedsrichtersicht würde ich mir immer wünschen, dass sie lieber, auch wenn es manchmal mehr Unterbrechungen sind, aber das eine oder andere einfach mehr anschauen, dann machen sie sich auch weniger angreifbar. Am Ende ist ja klar, wenn der es anschaut und sagt immer noch, es ist kein Handspiel, dann ist es seine Entscheidung, die ist auch dann, okay. Wenn er sich das anguckt und sagt, kein Handspiel, dann bin es. Nee, ich will ja nicht böse sein gegenüber dem Schiedsrichter, aber er steht direkt dahinter. Guckt euch die Szene an, ihr habt sicherlich alle hunderte Male gesehen. Boah, ich bin immer noch sehr sauer und es ist Sonntag, es ist beinahe 48 Stunden später, ich bin immer noch sehr sauer, aber das darf noch nicht passieren. Er steht direkt dahinter, er sieht's, die Hand ist hier von Cucurella. Ich hab den Ball hier, was soll ich euch sagen? Cucurellas Handball, ergo, ganz einfach Handspiel. Finde ich, das ist so ein bisschen das, was weh tut, warum man sich nicht nochmal anguckt. Aber was ich jetzt definitiv ausschließe, ist, dass die Hand zu nah am Körper war, dass es Handspiel sein kann, weil nah am Körper war sie nicht.
Aber wie gesagt, ich glaube, ein Wiederholungsspiel kriegen wir nicht. Von dem her abhaken. Ja, und tja. An der Stelle, also ich weiß auch natürlich, das mit der Petition ist Quatsch, aber Deutschland-Petition, mal gucken, wie viele Leute da unterschrieben haben. Jo, 300, über 350.000 Leute haben unterschrieben. 176.000 haben heute nochmal unterschrieben, das ist doch krank. Wie ich es gestern schon gesagt habe, eine gute Qualifikation spielen und dann ja. So ein goldener Pokal auch ganz hübsch in der Sammlung. Ja. Dann freuen wir uns darauf. Danke an euch drei. Danke auch euch für die letzten Wochen. Es war uns ein Fest. Ja, danke. Das ciao, ciao. Kann man nicht anders sagen. Es war wirklich ein Fußballfest. Es war ein absolutes Fußballfest, diese Europameisterschaft, Freunde. Ich hoffe, es hat euch, dieses Video hat euch gefallen. Die EM ist emotional. Ist diese EM zu Ende? Ich werde, wie gesagt, natürlich noch die nächsten Spiele streamen, auf jeden Fall. Und ich hoffe einfach mal, dass ihr alle dazu gucken werdet, dass euch dieses Video gefallen hat. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben, da abonniert diesen Kanal, um dann halt die Bundesliga, die bald startet, bei der sich viele Spieler empfehlen werden, hoffentlich, dass es dann bald losgeht. Da seid ihr hoffentlich auch am Start. Ich habe vor, dieses Jahr mehr Spiele zu streamen als nur die Bayern-Spiele. Bayern natürlich sowieso, Stadion-Vlogs und so. Vielleicht kommen da, hoffentlich bald sehr coole Sachen auf uns zu oder auf mich zu mit diesem Kanal, Leute. Ich wünsche, es hat euch gefallen. Checkt gerne noch ein anderes Video. Ich habe den Stadion-Vlog angesprochen für die coole Emotionalität, die News-Videos, was auch immer, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.